Lieber Heiland, Vater im Himmel, Herr, wir kommen vor dein Angesicht heute hier am Sabbattag. Bitte dich um Weisheit und Führung, um dass du uns auch veränderst, dass wir auch dir ähnlich werden, Herr, dass wir auch dein Licht dass dein Licht durch uns in dieser Welt hinausleuchtet und dass wir deine Lichtträger hier in dieser Stadt, in unserer Umgebung sein können, Herr. Gib uns dazu auch Weisheit, Verständnis und Klarheit, Herr. Bitte dich auch für den Prediger, für William, Herr. Gib du ihm auch Weisheit und Verständnis, die Worte im Mund zu legen, dass es auch in unser Herz reingeht, Herr, und unser Herz auch verändert. Darum bitte ich dich, Herr. Sei mit uns in deinem Namen. Amen. Es war an einem Sommertag. Und schon ganz früh morgens noch, als gerade mal der Hahn gekräht hatte, war schon die ganze Stadt auf die Beine. Denn jeder wusste, an diesem Tag, heute, wird Geschichte geschrieben. Und heutzutage können wir uns das kaum vorstellen, aber es hat noch nicht mal 6 Uhr morgens geschlagen oder die ganze Kirche, und das war eine beachtliche Kirche, war schon voller Menschen. Alles, was Rang und Namen hatte, war zusammengekommen. Es waren viele Geistliche da und einer dieser Geistlichen hielt eine lange und eindringliche Predigt. Er sprach über den Text aus Römer 6, Vers 6. Da heißt es: Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Man könnte meinen, dass jetzt eine Predigt über eine echte Bekehrung folgen würde. Aber wer das gedacht hatte, kam wirklich völlig betrogen aus. Der Vortrag erinnerte eher an den Vortrag, den Hohepriester Kaiaphas vor langer Zeit gehalten hatte, wo er gesagt hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das ganze Volk sterbe, als dass das ganze Volk zugrunde gehe. Der Prediger konnte sich wirklich sehr gut ausdrücken. Er war sehr redegewandt, hat sich sehr schön ausgedrückt. Aber er hatte eine buchstäbliche, radikale und sehr grausame Interpretation dieses Textes. Er sagte: Was die Bestrafung von solchen Ketzern angeht, so habe ich bereits klar gemacht, dass der Körper der Sünde getötet werden sollte. Danach sprach er sehr schmeichelnde Worte an den wichtigsten und mächtigsten der Anwesenden, das war der Kaiser. Der Kaiser war nämlich derjenige, der die kirchliche Verurteilung der Angeklagten wie einst Pilatus übernehmen und vollstrecken lassen sollte. Und gerade wie auch bei Jesus im Fall von Pilatus, hatte dieser Kaiser, er hieß Sigismund, es sichtbar schwer während des Prozesses, einen Unschuldigen zu verurteilen. Er seufzte oft und tief. Sein sonst rotes Gesicht war bleich wie die Wand. Und seine Augen irrten ständig umher, als würde er etwas suchen oder ein großes Unrecht fürchten. Aber wie auch einmal Pilatus, war auch dieser Mann zu schwach, um sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Es fing schon damit an, dass er diesem Angeklagten ein freies Geleit versprochen hatte, dass er gesagt hat, du stehst unter meinem Schutz. Aber er hat es nicht eingehalten. Nach der Messe wurde der Gerichtsverhandlung weiter fortgesetzt. Die lange Liste mit 74 Anklagen wurde nochmal vorgelesen. Und dann wurde das Urteil gesprochen. Ich zitiere: Diese bösartige und schädliche Lehre soll völlig von der Kirche ausgerottet werden. Man solle auf der Suche gehen nach allen Schriften mit diesen Lehren, damit sie in Flammen aufgehen können. Das erinnert mich an die Aussage von der deutschen Schriftsteller Heinrich Heine, der schon im 19. Jahrhundert geschrieben hatte, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch einmal Menschen. Und ich denke, zuletzt seit dem Dritten Reich wissen wir, dass das wahr ist. Das Konzil verurteilte dem Angeklagten schuldig im Sinne der Anklage. Jan Hus ist ein wahrer und offensichtlicher Ketzer.
Es war der 6. Juli im Jahre 1415, ein Tag nach seinem 42. Geburtstag, als Jan Hus wegen seiner Glaubensüberzeugung sterben musste. Die Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist, ob wir an einem Kuschel-Evangelium glauben oder der schmale Weg gehen. Dieses Wohlfühl-Evangelium wurde schon von einem nilischen Ehepaar, das sich bekehrt hatte und christliche Musik gemacht hat, kritisiert in einem ihrer Lieder. Es geht so: En op zondag in de kerken zijn wij dankbaar voor het heil. Want de zegen is te merken, onze koopkracht blijft op peil. In het land van Goudenbergen gaan wij veilig onder zeil. Ik hou mijn hart vast. Für diejenigen, die de Nederlandse sprachen nog niet mächtig sind, werde ich es übersetzen, damit ihr mitkommt. Und am Sonntag in den Kirchen sind wir dankbar für das Heil, denn den Segen kann man spüren. Unsere Kaufkraft bleibt erhalten. Im Land der goldenen Bergen segeln wir los. Und dann Ihr Kommentar: Ich halte meinen Atem an. Es ist die Gefahr, wir haben das gerade schon in der Lektion auch gehabt, also die Gefahr, wenn wir in einer Lage sind, wo wir aufatmen können, wo wir keine Probleme haben, das ist die größte Gefahr für uns als Christen, haben wir gerade festgestellt, nach den in der christlichen Kirche, frühchristlichen Kirche, Kaiser Konstantin den Christen mehr Freiraum gegeben hat. Und man könnte denken, dass das überall so ist und immer schon so war, aber das ist nicht der Fall. Ich bekomme regelmäßig diese Zeitschrift Open Doors und hier wird berichtet von wie Christen in der ganzen Welt Verfolgung ausgesetzt ist. Also die Verfolgung ist nicht irgendetwas, was in der Zukunft liegt. Die Verfolgung der Christen ist etwas, was von allen Zeiten gewesen ist, immer schon und eigentlich im Großteil der Welt auch heutzutage noch. Ich weiß nicht, ob ihr in den vergangenen Monaten die Nachrichten verfolgt habt über Asia Bibi. Asia Bibi ist eine Frau aus Pakistan, eine Christin, die 8 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, weil zwei muslimische Frauen sie beschuldigt hatten, dass sie den Propheten Mohammed beleidigt hatten. Der ganze Zwischenfall wäre entstanden, nachdem diese zwei Frauen der Asia Bibi einen Becher Wasser verweigert hätten. 8 Jahre im Gefängnis, bis das Hohe Gerichtshof entschlossen hat, sie ist entschuldigt, sie soll freigelassen werden. Und was dann passiert ist, diese ganze Empörung aus der muslimischen Welt von ganzen fanatischen geistlichen Führern, die gesagt haben, die Frau muss getötet werden. Und die Sache war so schlimm, dass ihr Anwalt nach Holland fliehen musste und da politisches Asyl bekommen hat, vorläufig. Also er konnte sich auch nicht mehr in seinem eigenen Land aufhalten. Schlimm. Interessant ist, dass dieser Anwalt gar kein Christ ist, sondern ein Moslem. Aber er hat gesagt, ich will gerne für Gerechtigkeit mich einsetzen. Er setzt da an, wo Kaiser Sigismund da irgendwie versagt hat. Verfolgung, warum? Was machen wir falsch? Ich habe mir das als Kind immer schon gefragt. Wir sind doch eigentlich, wenn wir wahre Christen sind, nette Menschen. Wir tun doch keinem etwas zu leiden. Warum ist diese Verfolgung da? Also warum sollten wir mal irgendwann verfolgt werden? Schlagen wir Offenbarung 17, Vers 6 auf. Offenbarung 17, Vers 6. Da heißt es: Ich konnte sehen, sagt Johannes, dass die Frau betrunken war vom Blut derer, die zu Gott gehören. In eurer Übersetzung, ich lese aus dem Neues Leben, steht wahrscheinlich die Heiligen. Also die Frau war betrunken vom Blut derer, die zu Gott gehören und sich zu Jesus bekannt hatten. Ich starrte sie voller Verwunderung an. Betrunken vom Blut der Heiligen.
Wenn man überlegen, jemand, der betrunken ist, dann kommen mir drei Sachen in den Sinn. Erstens, derjenige, der betrunken ist, der hat eine Menge getrunken. Also man wird nicht betrunken von einem Tropfen Alkohol. Also hier geht es um mengenmäßig Blut. Das zweite ist, jemand, der betrunken ist, der ist im Rausch. Der denkt nicht mehr klar, der ist eigentlich nicht mehr ansprechfähig. Der ist wirklich daneben, kann man sagen. Und drittens, jemand, der regelmäßig betrunken ist, der wird süchtig, der braucht mehr, immer mehr, der wird blutrünstig. Also ich denke, deutlicher kann man eine Feindschaft, eine Hass nicht beschreiben, wie es hier in Offenbarung 17 gemacht wird. Es erinnert uns an den Feindschaft, also in 1. Mose 3, Vers 15, wo es heißt, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen, dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange. Was sagt Jesus dazu? Schlagen wir mal Matthäus 10 auf. Matthäus 10, Vers 24 bis 25. Matthäus 10, 24 und 25. Ein Schüler steht nicht über seinen Lehrer. Ein Diener steht nicht über seinem Herrn. Der Schüler teilt das Schicksal seines Lehrers und der Diener das seines Herrn. Und wenn schon der Hausherr als Herr der Dämonen, Beelzebub, bezeichnet wird, wie viel mehr wird das denen geschehen, die zu seinem Haushalt gehören? Also Jesus sagt, ne? Also die höchste Gotteslästerung ist, dass Jesus gesagt habe, er ist der Chef der Teufel. Und wenn es ihm passieren würde, dann müssen wir auch damit rechnen. Aber Jesus hat auch immer wieder einen Trost. Vers 28. Habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen. Sie können nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Also wenn wir für irgendetwas Furcht haben soll oder Ehrfurcht haben, dann ist es Gott und nicht irgendwelche Feinde. Jesus hat kein Kuschel-Evangelium gebracht. Das Evangelium ist radikal. Lesen wir weiter in Vers 32 bis 37. Vers 32 und 37 vom gleichen Kapitel 10. Jesus sagt, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen den Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertöchter gegen ihre Schwiegermutter. Und eure erbittersten Feinde werdet ihr in der eigenen Familie finden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Aber wir sehen hier, dass Jesus nicht Frieden bringt, sondern Spaltung. Nicht Frieden, sondern das Schwert. Und das Evangelium hat Sprengkraft. Das Evangelium bewegt etwas in Leuten und dadurch gibt es Probleme in der Welt. Dadurch gibt es Widerstand zu dieser Botschaft. Und man könnte fragen, wenn wir keine Probleme haben, bringen wir dann die Botschaft auf die richtige Art und Weise? Sind wir richtige Vertreter Christi? Wenn wir nicht irgendwo anstoßen, haben wir uns dann assimiliert, sind wir dann aufgegangen in der Gruppe und wollen nicht auffallen? Oder sind wir diejenigen, die, wie Jesus uns den Auftrag gegeben hat, das Evangelium bringen bis zum Ende der Welt? Muss es dann immer so heftig sein, könnte man fragen. Was sagt Jesus noch mehr? Matthäus 16. Weil ich denke, dass ich für vielen spreche, wenn ich sagen würde, ich würde lieber mal unter dem Radar bleiben, also nicht so auffallen, nicht negativ irgendwie einen Eindruck machen und vor allem auch keinen Widerstand erregen.
Das wäre meine natürliche Neigung. Was sagt Jesus dazu? Matthäus 16, Abvers 21. Von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Das mal zum Einleitung, dann lesen wir weiter ab Vers 24 bis 26. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei deine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wo stehen wir? Wie ist unsere Reaktion? Gehören wir zu der Gruppe, die beschrieben wird in Offenbarung 12, Vers 11? Schlagen wir auf Offenbarung 12, Vers 11. Hier werden die Nachkommen der Frau der Gemeinde beschrieben. Da heißt es: Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt. Ihn ist der Ankläger, der Satan. Sie haben ihn besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Das ist sehr nüchtern ausgedrückt. Bereit waren zu sterben. Ist genauso, wie es gemeint ist, aber im Original steht: Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Also sie haben sich nicht an ihrem Leben festgeklammert, ihrem zeitlichen, irdischen Leben. Und wenn es heißt bis in den Tod, dann ist das ein Werdegang. Also wenn ich sage, ich laufe heute Nachmittag bis nach Köln, dann starte ich hier in Aachen und komme in Köln an. Und so könnte man sagen, wenn ich mein Leben nicht liebe bis in den Tod, dann fange ich heute damit an. Und vielleicht ist das Endziel irgendwann, dass ich sterben muss. Aber die Bereitschaft dazu soll jetzt schon anfangen, heute. Das erinnert mich an eine Aussage von Jan Hus, der in 1412 aufgeschrieben hatte. Er schrieb damals schon 3 Jahre vor seinem Tod: Selbst wenn ich vor dem Scheiterhaufen stände, der vor mir aufgerichtet worden ist, so würde ich nie die Empfehlung der theologischen Fakultät annehmen. Also Jan Hus war mit Sicherheit kein Mitläufer. Er hat gesagt, das kann ich nicht unterschreiben, ich stehe nicht dahinter. Und wenn ich auch jetzt vor dem Scheiterhaufen stehen würde und sie würden mich umbringen, dann könnte ich da nicht mitmachen. Das war 3 Jahre vor seinem Tod, aber er hatte schon eine ganz deutliche Stellungnahme. Diese Aussage von Jan Hus erinnert mich auch an den 3 Freunden von Daniel, wie sie zu Nebukadnezar gesprochen haben, als ihnen auch mit dem Tod gedroht wurde. Das lesen wir in Kapitel 3 von Daniel und dann Vers 16 bis 17. Daniel 3, Vers 16 und 17. Schadrach, Meschach und Abednego aber antwortete dem König: O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O König.
wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Also, sie haben ihre Konsequenzen gezogen, sie wussten nicht, wie es weitergeht. Wir wissen ja, dass es ein Happy End gab, aber das wussten sie nicht. Und sie haben gesagt, egal was passiert, ob Gott uns rettet oder nicht, wir sind bereit für ihn zu sterben. Wir werden keine Kompromisse eingehen. Wie konnte es so weit kommen, dass Jan Hus, der wirklich ein brillanter Gelehrter war, der sehr populär war, der sehr schön gesprochen hat und auch dem Volk vieles des Evangeliums klar machen konnte in seiner Predigte, dass er zum Tode verurteilt wurde. Es fing damit an, dass sein Freund Hieronymus aus England zurückkehrte mit den Schriften von John Wycliffe. Und auch Jan Hus hatte das studiert und er hat da die Wahrheit drin gefunden. Und was machen wir, wenn wir Wahrheit finden? Wir sollten es teilen. Und das hat Jan Hus auch gemacht. Er hat darüber gepredigt, er hat darüber gesprochen und hat auch viel darüber geschrieben. Was glaubte Jan Hus denn? Hier sind die ersten 6 der 74 Anklagepunkte. Und ich denke, dass viele hier im Saal, so wie wir hier sitzen, gleichfalls mit Jan Hus zum Tode verurteilt werden, wenn wir damals gelebt hätten. Punkt 1. Der Angeklagte glaubt nicht an die Umwandlung der Hostie, die Umwandlung in buchstäblichen Körper Jesu. 2. Er verachtet durch seinen Glauben die Unfehlbarkeit des Papstes und die Anbetung der Heiligen. 3. Er bestreitet die Macht der Sündenvergebung durch einen Priester und die Beichte bei ihm. 4. Er verwirft den unbedingten Gehorsam gegenüber weltlichen Vorgesetzten. 5. Er verwirft das Verbot der priestlichen Ehe. 6. Er nennt den Ablass eine sündige Verkaufspraxis, eine Simonie gegen den Heiligen Geist. Ihr könnt euch vorstellen, dass das die Kirchenleitung in Rom gar nicht gefallen hatte. Und der Papst hat versucht, der Johannes der 23. war das, ihn nach Rom zu locken. Jan Hus ist nicht gegangen, aber 1412 wurde er dann exkommuniziert. Das hieß, vom Heil der Kirche ausgeschlossen. Als Kaiser Sigismund ihm aber versprochen hatte, ein freies Geleit zu geben zum Kirchenkonzil nach Konstanz, ist Jan Hus freiwillig dahin gereist und er wollte seine Lehre öffentlich erklären und begründen. So weit ist es nie gekommen, weil sofort nach Ankunft in Konstanz wurde Jan Hus gefangen genommen. Er wurde letztendlich untergebracht in dem Eckturm über die Rheinbrücke. Das war ein Hochsicherheitstrakt mit 4 fest verschlossenen Türen mit ganz dicken Riegeln. Zum Essen bekam er einen salzigen Brei, Wasser bekam er nur ganz wenig und Tageslicht sah er gar nicht. Als er sich zum Schlafen hinlegte, berührte sein Kopf und seine Füße die Wände. Die Toilette war eine kleine Grube an seinem Fußende, ohne Spülung, versteht sich. Und er schrieb, dieser furchtbare Gestank brachte ihn oft fast um. Er war auf einer Brücke, war er untergebracht und es gab ein Luftloch in seinem Gefängnis und das Wasser aus dem Meer spritzte hoch, sodass das Heu seines Bettes nass wurde, modrig, fing an zu faulen. Und dann ist ein fressender Ausschlag über seine Haut gezogen. Er bekam Schüttelfrost. Brennende Windpocken entstanden auf seiner Zunge. Und seine Zähne wurden locker. Und eins nach dem anderen sind die ausgefallen. Und als er nach 6 Monaten wieder freigelassen oder rausgelassen wurde, dann hat kaum ihn noch wiedererkannt. Er konnte kaum laufen. Seine Fingernägel waren so lang wie Krallen, weil er sie nicht mehr abbeißen konnte. Der Bart war voll von Ungeziffer, das ihn ständig quälte, ihn anfraß an vielen Stellen und sich in seinen Wunden vermehrte.
Die Haut war mit einer Schmutzschicht bedeckt und er hat furchtbar gestunken. Man hat ihn versucht, einerseits mit Strafen, andererseits mit Belohnungen so weit zu bringen, dass er wieder rief. Freund wie Feind, sie haben versucht, ihn davon abzuhalten, dass er da weitermacht. Und tatsächlich, durch die Strapazen überwältigt, wurde Jan Hus wankelmütig und hat seine Lehrer widerrufen. Er bekam sofort eine bessere Unterkunft. Er konnte sich endlich mal auf einem guten Bett hinlegen. Aber sobald er da lag, begriff ihm eine Beklemmung, eine Seelenqual, weil er gemerkt hat, er ist Gott nicht treu. Er beschrieb das später. Es war mir, als würde mich die Engel Gottes verlassen haben, solange ich nicht zur Treue dem Heiligen Geist und dem Evangelium gegenüber zurückkehrte. Und schon am nächsten Tag in der Morgendämmerung sagte er, dass er seine Aussagen bereute hatte. Und dann ging's los. Mit Zähneknirschen und Wutschnauben und mit Rachedrohen gingen sie auf ihn los und haben ihn wieder in das alte Loch geworfen. Jan Hus hätte da nicht bleiben sollen. Er hatte zweimal die Möglichkeit, mit Hilfe von anderen aus seinem Gefängnis zu entkommen. Er hat sich verweigert. Er sagte darüber: Ich will dem, was sie mit mir vorhaben, nicht feige davonlaufen und mich selber zum Verräter meiner Lehre machen. Was für einen Wert hat ein Soldat, der flieht, wenn sich der Feind nähert? Und was verdient ein Wächter, der mit den anderen zusammen einschläft und nicht wacht? Wir kennen alle den Auftrag Jesu. Er sagt, folge mir nach. Wie weit geht Jesus da? Lesen wir Johannes 21. Johannes 21 finden wir das Kapitel, wo Jesus zu Petrus sagt, sorge für meine Schafe und weide meine Lämmer. Es gibt Christen, die sagen, er hat dann praktisch den Auftrag bekommen, den Chef der Kirche zu sein. Aber wie das endet, wird im gleichen Kapitel auch von Jesus schon vorhergesagt. Johannes 21, Vers 18 bis 19. Jesus sagt da zu Petrus: Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Also Jesus fordert tatsächlich von uns, dass es, wenn wir dazu gebracht werden, dass wir so weit gehen sollen, dass wir für ihn sterben. Man könnte wirklich sagen, naja, die ganze Apostel, die hätten noch so viel nützliche Arbeit machen können. Ne? Die sind teilweise zu früh ausgeschieden. Die wurden getötet, wurden umgebracht. Ist das sinnvoll? Aber das ist anscheinend doch der Wille Gottes gewesen. Und dann liegt es natürlich in unserer menschlichen Art zu sagen, naja, was ist mit dem da? Warum soll ich sterben? Wie geht es mit ihm? Wie wird es weitergehen? Lesen wir weiter, wie Petrus reagiert hat in Vers 20 bis 22. Das war anscheinend Petrus seine einzige Sorge in dem Augenblick. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger hinter ihnen ging, den Jesus liebte. Jene Jünger, der sich beim Abendmahl zu Jesus hinübergelehnt hatte und gefragt hatte, Herr, wer wird von uns dich verraten? Und Petrus fragte Jesus, was ist mit ihm, Herr? Petrus hat nicht über sich selbst nachgedacht und meinte, ja, warum er nicht oder was soll das? Jesus antwortete, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Also wir haben einfach nur eine Reaktion und das ist unser persönlicher Aufruf. Also die Art und Weise, wie Jesus uns führt, wo wir hinkommen und nicht, was andere tun oder wie sie reagieren werden oder ob sie gespart bleiben werden. Der Aufruf Jesu ist wirklich eine ganz persönliche.
Wenn ich an den führenden Männer der ersten Christenheit denke, dann denke ich an Petrus in erster Linie und an Paulus. Und Paulus ging es ähnlich wie Petrus. Paulus, der Verfolger, wurde einmal selbst der Verfolgte. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 9, wo er gerade mal frisch bekehrt war, was Gott zu Hananias über Paulus gesprochen hatte. Also der Hananias hat seine Zweifel, ob er zu Paulus gehen sollte, und dann sagt Gott zu ihm, Vers 15, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Könige bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Also Paulus' Schicksal war schon am Anfang bekannt. Leiden, was hat Paulus denn alles durchmachen müssen? Lassen wir ihm selbst sprechen in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 27. Da finden wir eine beeindruckende Auflistung von, was Paulus alles durchmachen hat müssen. Ich denke, dass Paulus das irgendwie aufgeschrieben hat, um irgendwie irgendwas klar zu machen, das er sonst nie gemacht hätte. Er fängt da schon ein bisschen zynisch an. Ab Vers 23. Sie sagen, sie dienen Christus. Ich weiß, dass ich wie ein Verrückter klinge, aber ich habe ihm weit mehr gedient. Ich habe härter gearbeitet, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. 5-mal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. Einmal die 40 Minusschläge war für viele Leute genügend, um getötet zu werden. 3-mal wurde ich ausgepeitscht. 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche überlebt. 1-mal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr. Ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Wusste Paulus, dass er sterben musste? Lesen wir, was er in Timotheus 2. Brief schreibt. 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. Was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen und der Augenblick meines Todes ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seine Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. Und das sind wir. Also der Paulus, der schreibt, dass der Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass es ein wohlgefälliges Opfer sein sollte, unser Leben, schreibt auch hier, dass sein Leben als Opfer für Gott gegeben wird. Also im buchstäblichen Sinne, dass er sein Leben aufgeben muss für Gott. Naja, das ist ja Paulus, ne? Paulus war ja ein besonderer Mensch, also wir können uns ja nicht mit Paulus messen. Das gilt doch bestimmt nicht für uns alle, oder? Schauen wir mal, was Paulus schreibt, ein Kapitel vorher. In Kapitel 3, Vers 12, vom 2. Timotheusbrief. Manche, die an Christus Jesus glauben und ein Leben zur Ehre Gottes führen, werden Verfolgung erleben. Alle.
Alle, jeder, der an Christus Jesus glaubt, schreibt Paulus hier, jeder, der an Christus Jesus glaubt und, zweite Bedingung, ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. In irgendeiner Art und Weise. Schlechte Nachrichten. Sollen wir deswegen traurig sein? Jesus sagt ganz im Gegenteil, wir sollen glücklich sein und uns freuen. Schlagen wir die Bergpredigt auf. Matthäus 5. Es ist mir bei diesem Studium etwas aufgefallen, was ich vorher noch nie gesehen hatte. Die Bergpredigt hat 9 Seligpreisungen. Es kommen erst 8. Wir haben immer die gleiche Struktur. Dann es kommen erst 7 und dann gehen 2, die wirklich nur über Verfolgung handeln. Also es gibt immer wieder jede Seligpreisung ein anderes Thema. Aber über Verfolgung hat Jesus 2 Seligpreisungen, interessanterweise. Die kommen am Ende. Lesen wir Vers 10 bis 12. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Also wir sehen hier in Vers 10, glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Das ist allgemein über eine Gruppe von Menschen gesagt. Und dann spricht Jesus uns ganz persönlich an. Er sagt, glücklich seid ihr, Vers 11, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und mein Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Also wir befinden uns in der besten Gesellschaft der Propheten, wenn wir verfolgt werden. Also hier sehen wir einen Wendepunkt in den Seligpreisungen. Glücklich sind diejenigen, glücklich sind diejenigen, glücklich sind diejenigen, glücklich sind diejenigen, die verfolgt werden. Und dann, glücklich seid ihr. Also es ist schon fast, ob Jesus sagt, ich muss euch ansprechen, weil es wird mit Sicherheit passieren. Mit einer knappen Mehrheit wurde Jan Hus zum Tode verurteilt. Es waren nicht nur schlechte Leute anwesend, es gab viele Leute, die sich sehr für ihn eingesetzt haben, um sein Leben zu retten. Aber als Jan Hus aufgefordert wurde, zu widerrufen, richtete er sich auf und verkündete laut, ich zitiere, ich beabsichtige nicht, meine Lehre und meinen Glauben an das Evangelium Jesu Christi zu verlassen. Und mit Gottes Hilfe bleibt auch seine Kraft in mir, sofern mir nicht mit den Worten der Heiligen Schrift das Gegenteil bewiesen wird. Geschieht das aber, werde ich die Kirche preisen, so viel mein Mund vermag. Also Jan Hus war immer demütig, hat nicht gesagt, hör mal Leute, ich weiß alles besser als ihr. Er hat immer wieder gesagt, wenn ihr mir davon überzeugen könnt, dass ich falsch liege, dann bin ich bereit, das einzuwenden, also nachzugeben, einzulenken. Daraufhin forderte Kaiser Sigismund ihn noch einmal freundlich, aber eindringlich auf, doch zu widerrufen. Jan Hus fiel auf seine Knie und betete laut zu Gott. Er sagte, bitte Gott, erleuchte mein Herz, mein Verstand, schick den Heiligen Geist, um mir in der Wahrheit zu zeigen, falls ich falsch liege. Und er betete auch, Herr Jesus Christus, vergib meine Feinde, die mich falsch beschuldigt haben. Vergib ihnen, bitte ich dich, um deiner Barmherzigkeit willen. Also interessanterweise war Jan Hus mehr mit seinen Feinden beschäftigt, als mit sich selbst in dem Augenblick. Und die Reaktion auf diesem Gebet war, dass viele Leute ihn laut ausgelacht haben. Dann sagte Jan Hus, ich freue mich, da kommt wieder diese Freude aus den Seligpreisungen her, ich freue mich, mit anderen Söhnen der Wahrheit zu leiden, die durch falsche Zeugen vom Leben zum Tod gebracht wurden, weil sie gegen den römischen Bischof redeten oder lehrten. Im Saal konnte man einen Stecknadel fallen hören, als der Kaiser gefragt wurde,
Großmächtige Kaiser, wie ist eure Meinung? Für die Lehre von Hus oder gegen sie? Halten Sie ihn für einen Ketzer, der den Tod verdient? Der Kaiser war totenbleich geworden und fing an zu zittern. Der Schweiß stand in dicken Perlen auf seiner Stirn. Von ihm hing das endgültige Urteil über das Leben von Jan Hus ab. Mit zittrigen Stimmen verkündigte er das Todesurteil. Er sagte, deine Oberen haben dich durch ihre Stimmenmehrheit verurteilt. Es folgte ein Ritual, in dem Jan Hus sein Priesteramt entnommen wurde. Der Erzbischof von London schrieb, O du verfluchter Judas, wir nehmen von dir den Kelch, womit wir dir alle Gnade und Barmherzigkeit der Kirche aberkennen und übergeben dich in die Hände des Henkers. Hus reagierte, überlasst meine Seele demjenigen, der stets gerecht richtet und niemals so wie ihr, ihr unglücklich Verblendeten. Ich habe eine feste Zuversicht in den allmächtigen Gott, in den Herrn Jesu Christi, der mich erkauft und berufen hat, damit ich sein Evangelium bis zum letzten Atemzug verkündige. Dass er sich meine erbarmt und mich gnädig aufnimmt und mir den Kelch des ewigen Heils reicht, um ihn nie mehr von mir wegzunehmen. Mittlerweile hatten sie Jan Hus ausgezogen und halbnackt schleppten sie ihn aus der Kirche. Und draußen vor dem Eingang musste er zusehen, wie seine Schriften öffentlich verbrannt wurden. Dann setzte der Bischof von Konstanz ihm eine Papiermütze auf den Kopf, worauf Abbildungen von drei hässlichen Teufeln waren. Und auch, wie bei Jesus am Kreuz, die Anklage, und zwar Anführer der Ketzerei. Als er die Mütze sah, sagte Jan Hus, mein Herr Jesus Christus trug für mich eine Dornenkrone. Weshalb sollte ich denn nicht für ihn diese leichte Krone tragen, auch wenn sie nie so schmachvoll wie die seine ist? Der Bischof von Konstanz sagte darauf, jetzt übergeben wir dich dem weltlichen Gericht und deine Seele dem Teufel. Daraufhin faltete Jan Hus die Hände. Wie Stephanus schaute er zum Himmel und betete. O Herr Jesus Christus, in deine Hände befehle ich meinen Geist, den du durch dein Blut erkauft hast. Himmlischer Vater, haltet es meinen Feinden nicht für eine Sünde, wodurch sie sich an mir vergehen. Und gib, dass meine Augen sie einmal bei dir in deiner seligen Ewigkeit sehen. O Heiliger Geist, erleuchte die irrenden Herzen, damit die Wahrheit des heiligen Evangeliums ihre Augen öffnet und das Lob deiner Seele für alle Ewigkeiten verkündigt wird. Amen. Wie bei Jesus am Kreuz war auch hier ein Soldat, der gesehen hat, dass hier irgendwas nicht stimmte. Es war einer der Henker, der ist zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, ich sah so manchen tapferen Mann sterben, aber so eine Mut und Unerschrockenheit vor dem sicheren Tod hat mein Auge noch nie gesehen. Deshalb denke ich, dass dieser Böhmer ein gerechter Mann ist, dem ein Unrecht geschieht. Und weil er nicht schuldig sein wollte an diesem Urteil, kündigte er seinen Job und verließ noch am gleichen Tag die Stadt Konstanz, noch bevor die Flammen hochgingen. Jan Hus wurde am Scheiterhaufen festgebunden. Sein Körper wurde mit Pech bestrichen und mit Öl übergossen. Und anstatt zu fluchen und seine Feinde zu verwünschen, wie es mit einem Verbrecher rechnen würde, betete er laut, Herr der Herrscharen, nimm diese Sünde von ihnen hinweg. Und wie Jesus einmal und Stephanus betete er mit einem strahlenden Gesicht immer wieder, in deinen Händen, Herr, befehle ich meinen Geist. Als das Holz ihm bis zum Hals aufgestapelt wurde, drang ihn noch einmal der Kurfürst Ludwig zu widerrufen. Die Antwort, nein, sagte Hus, ich habe nie eine bösartige Lehre verkündet. Und was ich mit meinen Lippen gelehrt habe, werde ich jetzt mit meinem Blut besiegeln. Und bis seinen Worten durch die Flammen erstickt wurden, sang Jan Hus mit lauter Stimme eine alte Hymne. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner.
Erbarmen? Hat Gott Erbarmen? Hatte er Erbarmen mit Jan Hus? Hatte er Erbarmen mit den Märtyrern, die es überall gibt? Ist es Gott egal, wenn Märtyrer leiden? Schlagen wir Offenbarung 6 auf. In Offenbarung 6, Vers 9 bis 11 finden wir das fünfte Siegel. Und als das Lamm das fünfte Siegel brach, sah ich unter dem Altar die Seelen aller derer, die getötet worden waren, weil sie am Wort Gottes und an ihrem Bekenntnis zu Christus festgehalten hatten. Mit lauter Stimme riefen sie: Heiliger und wahrhaftiger Herr, wie lange wird es noch dauern, bis du die Menschen, die diese Welt angehören, für das Unrecht richtest, das sie uns zugefügt haben? Da wurde jedem von ihnen ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kleine Weile Geduld haben, denn auch unter ihren Brüdern, die wie sie Christus dienten, gibt es noch einige, die zuvor noch vor ihrem Glauben sterben müssen. Ich habe mich gefragt, warum liegen die Märtyrer unter dem Altar? Das ist ja wirklich ein bisschen unbequem, oder? Warum sind sie nicht zumindest neben dem Altar? Wenn wir 3. Mose 4, Vers 7 lesen, brauchen wir nicht aufschlagen, dann sehen wir, dass das Blut vom Brandopfer unter dem Altar ausgegossen wurde. Also es lag praktisch am Fuße dieses Altars. Und ich kann mir vorstellen, dass die Bedeutung ist, dass diese Märtyrer unter dem Kreuz liegen. Also dass sie durch den Opfertod Jesu praktisch gesühnt worden sind. Aber sie sind nicht still und leise, sie schreien, sie rufen mit lauter Stimme. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Stimme auch gehört werden. Sie bekommen eine Antwort. Man könnte vielleicht sagen, es ist nicht eine genau befriedigende Antwort. Sie müssen warten, sie müssen Geduld haben, aber sie bekommen eine Antwort. Und das erinnert uns auch an, was in 1. Mose 4 steht, 9 bis 10, wo Gott zu Kain sagt, das Blut deines Bruders Kain, der erste Märtyrer auf der Erde, schreit zu mir von der Erde. Also Gott nimmt es wahr, sagt sein Wort. Und auch Jesus erwähnte die Märtyrer, er erwähnte Abel. Lesen wir Matthäus 23, Vers 34 bis 36. Matthäus 23, 34 bis 36. Da sagt Jesus, ich werde euch Propheten und weise Männer und Schriftgelehrte schicken. Einige von ihnen werdet ihr kreuzigen, andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und sie von Stadt zu Stadt hetzen. Und deshalb werdet ihr schuldig gesprochen werden für die Ermordung aller gottesfürchtigen Menschen, angefangen mit dem gerechten Abel bis zu Sechaja, dem Sohn des Berechja, den ihr im Tempel zwischen Altar und Heiligtum ermordet habt. Es ist auch immer wieder interessant, dass die Propheten und auch hier Zechariah getötet wurden in der Gemeinde, im Volk Gottes. Sie wurden praktisch verfolgt von ihren eigenen Leuten. Und wir sehen hier, dass Jesus Abel nennt als erste Märtyrer im Alten Testament und Berechja. Und wenn wir nachlesen, steht dieser Mord an Berechja in 2. Chronik 24. Und interessant ist, dass das das letzte Buch war in der Bibel, der damalige Bibel. Unser Altes Testament endet mit Malachi, aber in der jüdischen Bibel ist eine andere Reihenfolge. Die haben das anders gegliedert. Und das letzte Buch im Alten Testament, also praktisch in der Bibel, den Jesus kannte, war wirklich 2. Chronik. Und einer der letzten Kapitel findet dann auch der letzte Märtyrermord statt an Sechaja. Lass uns das mal aufschlagen. 2. Chronik 24.
Und die Verse 19 bis 22. Der Herr schickte Propheten, die die Menschen zur Umkehr bewegen sollten, und sie warnten, aber das Volk wollte nicht auf sie hören. Da kam der Geist Gottes über Zacharja, den Sohn des Priesters Jojada. Er stellte sich vor das Volk und sagte: So spricht Gott, warum missachtet ihr die Gebote des Herrn? Ihr könnt nur verlieren, weil ihr den Herrn verlassen habt, hat er jetzt euch verlassen. Da verschworen sie sich gegen ihn und steinigte ihn auf Befehl vom König im Vorhof vom Haus des Herrn. König Joasch hatte die Liebe und Treue vergessen, die Zacharias Vater Jojada ihm erwiesen hatte, denn er ließ seinen Sohn ermorden. Zacharias letzte Worte waren: Der Herr soll es sehen und sie dafür zur Rechenschaft ziehen. In anderen Übersetzungen heißt es: Der Herr sieht es und er wird richten. Er wird zur Rechenschaft ziehen, er wird urteilen. Und damit endet praktisch der letzte Märtyrertod im geschriebenen Alten Testament. Bekommen die Märtyrer unter dem Altar eine Antwort? Gehen wir zurück zur Offenbarung. Ich hatte ja schon gesagt, also warten, das ist ja nicht unbedingt eine Geduldsprobe, was ein Mensch gerne hat. Aber wir sehen, dass diese Frage von dem Märtyrer unter dem Altar später in Offenbarung aufgegriffen wird und beantwortet wird. Und das wird gemacht von dem dritten Engel, der die sieben Plagen ausgießt. Offenbarung 16, Vers 4 bis 7. Und der dritte Engel goss seine Schale über den Flüssen und Quellen aus, und sie wurden zu Blut. Ich hörte den Engel, der Macht über alle Wasser hatte, sagen: Du bist gerecht, dieses Gericht zu schicken, du Heiliger, der ist und der immer war. Denn dein heiliges Volk und deine Propheten wurden ermordet, und ihr Blut strömte auf die Erde. Deshalb hast du ihren Mördern zu Recht Blut zu trinken gegeben. Und ich hörte eine Stimme vom Altar sagen: Ja, Herr Gott, Allmächtiger, deine Gerichte sind wahr und gerecht. Also wir sehen hier nicht nur, dass das Urteil vollstreckt wird, sondern es wird auch die Begründung gegeben, weshalb Gott den Leuten Blut trinken lassen lässt. Und dann sehen wir die Reaktion wieder vom Altar, wo diese Märtyrer unter dem Altar liegen, die sagen: Ja, Herr Gott, du hast Gericht gerichtet, du hast dich um uns gekümmert. Ich denke, das ist wichtig, dass wir da auch immer daraus Trost finden können, auch wenn wir vielleicht auch denken, dass wir verlassen sind. Ich finde meine Zettel nicht mehr mit den letzten Zitaten von Jan Hus, aber ich werde es versuchen wiederzugeben. Was wir feststellen konnten in Jan Hus, also was für eine Liebe er gehabt hatte für die anderen, dass er, obwohl er ihm wirklich schlecht ging, dass er gedacht hatte, also wie werden die anderen enden? Und diese Liebe sollte zentral stehen, weil ohne diese Liebe ist alles nichts. Also in der Nacht vor seiner Hinrichtung hat er einen Brief geschrieben nach zu Hause. Und da hat er geschrieben: Bitte Leute, rächt mich nicht, nehmt keine Rache. Seid versöhnlich und versucht nicht irgendwie, wenn ich jetzt sterbe, es ist nicht schlimm, aber versucht nicht zu streiten, versucht nicht zu kämpfen und seid ruhig, das ist eure Pflicht, wenn euch die zynische Zunge eure Widersacher trifft. Und das erinnert mich an Jesus, wie Jesus war, wo er zum Kreuz geführt wurde. Wir lesen das in 2. Petrus.
Entschuldigung, 1. Petrus und dann Kapitel 2. Ab Vers 19 bis 23. Denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes, wenn jemand ungerechte Behandlung geduldig erträgt, weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. Natürlich verdient ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnehmt, die ihr bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Also hier sehen wir auch wieder das gleiche Aussagen wie Zacharja, dass er sagt, Gott wird richten, ich brauche das nicht in meine eigene Hand nehmen. Also wir sehen aus diesem Text einmal, dass zu Nachfolge Jesus Leiden gehört. Es ist vorprogrammiert. Und zweitens, dass Jesus nie mit Vergeltung gedroht hatte. Er hat das alles wie ein Lamm hingenommen. Und Jan Hus hat auch weiterhin geschrieben, dass diejenigen, die wirklich mit Gott in Einklang sind, die kein Unrecht auf sich haben, also in Ruhe sterben können, dass es nicht schlimm ist, weil die Wahrheit stärker ist als der Tod und die Wahrheit immer überleben wird. Und dass er lieber als ein gerechter Mensch stirbt, als dass er als ungerechter Mensch weiterleben soll. Aber zentral ist immer unsere Motivation. Es gibt viele Leute, die einen Märtyrtod für irgendeine Sache gestorben sind, aber das ist nicht der Märtyrtod, der hier in der Bibel gemeint wird. Also der Kernpunkt unserer Beweggründe kann immer nur sein, die Liebe, die nur Gott uns geben kann. Lesen wir auch zum Schluss den 1. Korintherbrief 13. Vers 3. Bei mir heißt es da, wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Also im Original heißt es, wenn ich meinen Körper dahin geben würde, damit es verbrannt wird. Aber ohne die Liebe bringt das alles nichts. Und deswegen glaube ich, dass wir Gott auch wirklich nur folgen können, wenn wir seine Liebe in unserem Herzen bekommen. Weil aus eigener Kraft und aus eigener Macht können wir das gar nicht. Und Gott möge geben, dass wir uns jetzt schon Gedanken darüber machen, ob wir nicht irgendwelche faule Kompromisse in unserem Leben machen, dass wir vielleicht zu bequem geworden sind, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie weit wir gehen wollen, ob wir wirkliche, echte Nachfolger Jesus sind, die in das Lamm nachfolgen, wohin es auch geht, und ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Gott möge das geben in Gnade. Amen. Amen. Lieber Herr Jesus, wir möchten auf dich bauen, weil wir unsere eigene Schwachheit und Kleinheit bewusst sind. Und wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist uns so erfüllst, wie du einmal Jan Hus erfüllt hast, dass wir Liebe für unsere Mitmenschen empfinden, auch wenn sie nicht nett zu uns sind, wenn sie böse zu uns sind, wenn wir Verfolgung erleiden müssen. Ich möchte jetzt auch all diejenigen gedenken, die jetzt schon leiden müssen in der ganzen Welt, Herr, für ihren Glauben. Ich möchte sie helfen, unterstützen und auf jeden Fall auch die Gewissheit geben, dass du in allem Leid neben ihr stehst. Und wir möchten dich bitten, dass du uns besonders hilfst, auch in unserer Welt, wo wir so viel Ablenkung haben, wo wir vielleicht auch viele Sachen haben, die uns bequem machen, dass wir wach bleiben und immer mit dir in Verbindung. Hab Dank dafür, Herr. Amen.